So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe bzw. speziell Tag der Deutschen Einheit Ausgabe. Hier gibt es einen Rückblick und einen kleinen Ausblick dann auf die nächste Woche oder die aktuelle Woche. Zunächst einmal der Risikohinweis und dann fangen wir auch schon mit den Setups von letzter Woche an, von Freitag. Da wurde hauptsächlich Gold, Nasdaq und Silber erwähnt. Der Nikkei muss man nachher noch schauen. Da dürfte es auch dürfte der auch gehandelt haben. Hier ist der direkt dann nach oben gesprungen. Hier gibt es eben zwei verschiedene Szenarien, wenn wir jetzt gerade mit dem Nikkei anfangen. Die wichtigste Unterstützung liegt eben hier bei 16.225 Punkten. Darüber darf es jederzeit nach oben gehen. Hier ging es eben gleich die Alternativbewegung. Allerdings scheitert er hier auf Tagesbasis direkt an der Rainbow-Oberkante. Also hier sind wieder einige Gaps entstanden. Die könnten eben geschlossen werden. Hier liegt eben auch noch ein wichtiges Gap. Und sollte sich hier dann eine Umkehrkerze ergeben, wie zum Beispiel eben hier, dann wäre das ein schönes Kaufsignal. Das ist natürlich nur gemeint, wenn hier ein Schlusskurs unter 16.150 stattfinden sollte. Gerade eben auch Schlusskurse. Da können wir eben mal hier den DAX begutachten. Im Rückblick den Wochenchart nehmen wir nachher zu Gemüte. Hier sieht man, das sind jetzt die Levels, an dem Chart wurde noch nichts geändert. Hier wurde eben zunächst einmal diese Bewegung hier, fand statt. Dann zu dem Zeitpunkt hier war es dann eben nicht ganz klar. Also wenn man einfach diese Schaltstelle nimmt, nicht dass es hier oben dann abprallt, das sieht man ja auch dann im Anschluss. Dort ist es dann abgeprallt, aber dort eben dann tiefer gegangen. Auf Schlusskursbasis. Entweder auf Stunden- oder auf 4-Stunden-Basis wurde dieses Level, dieses Gap-Level nicht überschritten, war natürlich dann negativ. Hier wäre ich eben positiv eingestimmt gewesen, beziehungsweise hier hat man 20 Punkte etwa Minus-Trade getätigt und diese Linie, die ist jetzt hier zwar auf Stundenbasis gefallen, doch da gab es eben auch noch ein zweites Bild. Wie gesagt, das ist alles jetzt hier von Anfang letzter Woche. Ist natürlich schwierig handelbar gewesen teilweise, aber hier wieder diese Unterstützungslinie auf Stundenbasis und 4-Stunden-Basis hat hier super gehalten. Klar, das war die Ausverkaufskerze direkt um 9 Uhr. Und wenn man jetzt hier auch im 15 Minuten oder im 5-Minuten-Chart eingeht, dann wäre es hier natürlich alles negativ gewesen. Frühestens vielleicht hier mit dem Rücklauf nochmal an dieses Level hätte man long einsteigen können. Allerdings so ein Move definitiv eben auch nicht erwartet. Dann eben hier in dem Bereich, ja, 10.400 Punkten hätte ich mit dem Rücksetzer erwartet oder hätte ich einen Rücksetzer erwartet. Deswegen die 100 Punkte darüber waren für mich eine Überraschung, genauso wie eben der Ausverkauf hier. Nichtsdestotrotz sieht man hier schön, wenn ich jetzt nochmal in den 4-Stunden-Chart reingehe, diese ganzen Marken haben auch hier oben noch die Weekly-Marke, haben also gehalten. Analytisch sehr gut, trading-technisch war es natürlich schwierig, wenn man auch nicht 7 Stunden am Stück eben den DAX nur gutachten kann. Ich habe noch andere Aufgaben eben auch zu erledigen. So, dann ist es natürlich wichtig, was der US-Markt heute noch macht. Deswegen kommen wir gleich zum US-Markt. Hier ist weiterhin natürlich diese Marke wichtig, die man auf 4-Stunden-Basis auch sieht. Also die 10.550 wird die gebrochen. Ich meine auf Wochenbasis, wenn dann ist die Woche natürlich noch lang. Allerdings eben hier auf Schlusskursbasis oder auf 4-Stunden-Schlusskursbasis 10.560. Man sollte hier mit, dann wird hier mit einem Gap Close gerechnet.
Dann kommen wir auch zum Nasdaq, bevor man zum Gold und Silber kommt. Nasdaq war hier am Freitag für mich eben Verkaufssignale, wie es auch hier geschrieben worden ist. Gab es keine, ja, auf Tagesbasis gleich recht nicht. Schauen wir kurz auf 4-Stunden-Basis. Da ist auch alles über dem EMA 38 gehandelt worden. Kein Rücksetzer Richtung 4780 fand statt. Und deshalb darf das hier sich überhalb dieser Marke nach oben ausdehnen. Eine Marke ist jetzt die 4760 oder eben, als alles darüber ist, ja, bullish vielleicht das falsche Wort, aber Trendfortsetzungssachen und natürlich auch in dem Sinne bullish. Hier unten Tagesschlusskurs unter 4750 sollten relativ schnell fast 100 Punkte minus dann eintreten. Das ist handelbar und dann auch noch hier unter 4650 auch nochmal vielleicht einen schnellen 100-Punkte-Move und eine wichtige Unterstützung liegt knapp über 4510. So ist das Bild eben hier zu lesen und was hier auch am Freitag geschrieben worden ist. Dann kommen wir zum Gold und Silber. Gold war am Anfang, Freitagvormittag war ich bullish, ging auch dann nach oben ab, teilweise ab. Also hier die Marke auch dann gebrochen, auch auf 1 Stunden Schlusskursbasis. Doch dann folgte schneller Abverkauf. Hier ist dann der Stopp erreicht worden. Bei Silber dagegen, wie gesagt, das war jetzt hier heute kurzfristige Kursziel, mehr als super dann erreicht, sogar übererreicht worden, dann eben den Abverkauf. Tagesbasis, da schauen wir eben das an. Auf Tagesbasis ist eben kein Kaufsignal entstanden hier mit dieser Kerze. Und auf Tagesbasis ist eben hier auf Schlusskursbasis immer noch die 1860 wichtig. Also es waren einfach unterschiedliche Zeitebenen. Bei Gold, ja, ist hier nicht mal über den Rainbow richtig rausgekommen. Und heute liegt er auch im Minus. US-Dollar, japanische Yen ist ins Ziel gekommen, 1, 2, 3 Mal, ohne den Stopp zu erreichen. Pfund, US-Dollar dagegen ins Minus. Also unterschiedlich, was natürlich noch ein Mega-Volltreffer war, war hier Brent und WTI mehr als die Kursziele erreicht. Und nachdem das hier aktiviert worden ist, hier gab es eben auch nicht mal ein Alternativszenario, sondern nur ein Szenario. Hier war noch was eingezeichnet, weil hier ein fetter Widerstand war, alles ist dann natürlich gebrochen auf 4, beziehungsweise eben auch hier wieder auf Stundenbasis. Und da habe ich eben auch hier das Video um 18 Uhr noch was an dem 28.09. und darauf nochmal eben darauf hingewiesen, hier ein Kaufsignal aktiviert. Wer hier eingestiegen ist, kam definitiv auch so gut wie nicht mehr in den Verlust. Und hier die Kursziele entweder hier oder hier. 50 war noch erreicht, die 51 nicht mehr, die 50 war eben hier das Kursziel. Also recht unterschiedlich lief die erste Woche nach meinem Urlaub. Nichtsdestotrotz waren analytisch sehr viele Treffer möglich. Hier die Deutsche Bank ist noch was Älteres, habe ich ja auch erwähnt. Hier erst alles perfekt nach oben, Rücksetzer. Und mit diesem Gap ist natürlich dieses Szenario zerstört worden. Hier wurde am Freitag eben kurz die 10-Euro-Marke durchschlagen. Man sieht auch hier mega Umsatz. Da hieß es, dass die Deutsche Bank weniger Strafe zahlen muss oder fast eigentlich die Hälfte, soweit ich das im Kopf habe, statt 12 Milliarden irgendwie könnte es sein, dass sie sich auf 6 Milliarden noch geeinigt hat bei einem Prozess. Aber nur unter Vorbehalt. Also, das war jetzt hier ja die letzte sehr ereignisreiche letzte Woche. Für den DAX werde ich dann morgen früh gibt es dann nähere Infos. Danke fürs Zuhören. Bis noch einen schönen Feiertag. Bis morgen.